Sportfreunde und willkommen zu einer weiteren Folge vom FIFA 18 Karrieremodus mit der Spielvereinigung Unterhaching. Ich würde sagen, wir starten rein gegen Sandhausen direkt, ohne lange zu schnacken, würde ich mal sagen, wir starten rein. Ja, nehmen die immer noch vor dem WM-Finale auf. Ich wollte gerade Champions-League-Finale sagen. Aber Champions-League-Finale ist ein bisschen länger her. Ja, gegen Sandhausen sollten wir normalerweise gewinnen. Die sind weit unten. Wir verlieren aber. What the fuck? Die sind 17. und wir verlieren. So. Schubert ist auskuriert. So. Jetzt schauen wir mal ganz kurz. Da ist er. Schubert. Ich habe gar keinen Keeper mehr auf der Bank. Naja. So. Wir haben keinen Keeper mehr auf der Bank gehabt. Jetzt haben wir wenigstens wieder einen. Auf die andere Position, daher setzt man auch wieder einen Schubert auf die Bank. Halt. Sommer Siku kommt mit. Ich glaube, passt der mit ihm mit dem Schimmer. Oh komm, ich nehme jetzt. Weil ich jetzt die Formation jetzt selber spielen werde, werde ich einen Hauptmann mitnehmen. Ja. Okay. Ich werde doch nicht mit der Formation spielen, weil Union Berlin vor Kaiserslautern ist und Union Berlin, gegen die spielen wir dann als nächstes, ja, nach Kaiserslautern. Deswegen werde ich das hier auch simulieren. Ja, werde ich das auch simulieren, auch wenn Kaiserslautern weit vor über uns steht. Aber trotzdem einen zu verlieren, ja, was sollen wir machen? Wir können ja auch nicht viel mehr machen. So, und jetzt schauen wir nochmal ganz kurz nach. Jetzt ist Kaiserslautern vor Union Berlin. Ich habe jetzt auch nicht nachgeschaut, ob Union Berlin schon gespielt hat. Ich habe gerade umgestellt, fällt mir gerade auf. Okay, ich spiele doch mit der Formation. Ja, und Falke erreicht die 76. Ja, wenn der so weitermacht, dann haben wir den im Winter nicht mehr. Wird der sich eher verkaufen statt unser Schubert. Der was ja wieder fit ist. Auf geht's gegen Union Berlin. 15. Spieltag. Ja. Wir sind jetzt schon im 15. Spieltag. Eieiei. Wir müssen einfach das Spiel hier gewinnen und immer wieder fliegt mir das Kabel aus dem Controller, um ihn aufzuladen. Das kotzt mich so an. Er soll laden und dann ladet er nicht. So, und hier sehen wir noch die Tabellensituation. Union ist 6. Kaiserslautern 5. Aber nur, weil sie ein Spiel jetzt mehr haben. Sonst wären sie unter Union Berlin gewesen, ja. Ja. Wir müssen jetzt einfach mal schauen, dass wir dieses Spiel jetzt mal gewinnen. Ja, Miesenhöhler, hinten im Kasten bei denen. Dann Kurzweg, Holman, Benin, irgendwas, Groß, der jüngere Bruder von Toni. Dann Rutnefs ist vorne, Nathan und Gogia. Ist eine richtig gute Aufstellung. Polter bei denen noch auf der Bank, ja. Der Polter vielleicht noch ein Tor bei uns rein. Und immer wieder zeigen sie die gleiche Situation, ja, von unserem Trainer. Falke bei uns natürlich im Kasten. Dann Bauer, Götze, Dufresne und Baku. Haidara im Defensiven. Dann Kurt und Schmidt als ZOM, Thiago. Und vorne in den Spitzen ist Botia und Reese als Doppelspitze. Ja, vielleicht komme ich damit auch klar. Sonst muss ich die beiden Flügel, also die beiden Außen, ein bisschen weiter nach außen ziehen. Und dann passt es vielleicht schon. Ja. Vielleicht bringt das was, denn das würde ich sagen einfach mal.
Wir starten rein. Wir müssen mindestens 1 Punkt, 3 Punkte holen. Weniger als 3 Punkte. Sage ich nicht okay, aber 1 Punkt ist auch ganz. Naja, los geht's. Schmidt 1-0. What the fuck? What the fuck? Jetzt hat schon 1-0. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der Ball so reingeht. Aber er ist halt Schmidt, ne? Der Typ ist krank. Der Schmidt. Der Schmidt ist krank. Na? Sebastian Schmidt halt, ne? Was macht der denn da? Warum spielt der den so? What the fuck? Schmidt, Thiago, also Dobby. Superball durchgesteckt! Und er ist drin! Und wieder. Tja, 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 tja. Tja, 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 tja. Boom. Aber richtig stark gemacht. Und dann hämmert der da in den Winkel. Eieieiei. Viertes Saisontor durch Reese. Durch Fabian. Oh, die Mannschaft musst du aber auch erstmal verstehen. So, noch eins weiter. Kurt. Das war der starke Fuß, ne? Nur mal so als Tipp. Alles klar, es pisst draußen. What the fuck? Und ich dachte mir so, ich wäre später vorher noch gerne rausgegangen, aber jetzt denke ich mir so, nee, jetzt geh nimmer raus, Dill. Zack, zack, komm her. Einmal ablegen. Und wieder, Kurt, der trifft es doch nicht. Ei. Sinan! Pfosten! Mei. Die Mannschaft musst du halt mal verstehen, ne? Gegen den letzten, vorletzten, spielen wir 1-0, verlieren wir gleich. Haben wir 1-0 verloren. Und hier, ihr seid gegen den sechsten, gewinnen wir, oder was, bis jetzt mit 2-0. Ich verstehe die Mannschaft nicht. Ich verstehe die Mannschaftsmoral nicht. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass das passiert. Ja? Hätte ich nicht gedacht, dass das passiert. Aber es ist passiert. Alleine, weil ich halt geschlafen habe. Hier probiere ich. Habe ich nicht probiert, die Grätsche schon viel früher anzusetzen mit Götze. Aber er macht dann eher den Ausfallschritt. Und da kriegt jetzt Dufresen, der kriegt das bestimmt eine gelbe. Und da kann Falke auch nichts mehr machen, weil Götze auch nicht mehr drankommt. Naja, und Rudnitz ist halt ein eiskalter Stürmer da vorne. Wenn man es so nimmt, ne? Ja, Dufresen mit einer gelbe. Da wollte ich mir jetzt nur sicher gehen, dass er auch eine gelbe gekriegt hat, oder? Ob sich der Schiri dachte, nee. Den gib mir schon gar keine gelbe, der ist doch voll nett, ey. So, Sinan. Botja! Der ist schnell! Botja! Botja! 3-1!3-1. Jetzt können wir auch langsam anfangen zu wechseln. Ja, Botja macht das richtig gut. Botja richtig schön ins lange Eck hängen hat er den. Lenkt er den schön rein. Ja. Simon Seko
will eingewechselt werden. Schauen wir mal, wie die Noten bis jetzt gleich sind. Ich schau mal gleich kurz die Noten an und dann schau mal, wen ich auswechsel. Erstmal schön das Mikrofon haben. Erstes Tor von Botja. Ei. Kamen jetzt doch nochmal die Berliner, die eisernen Sommersieg und Bigalke kommen für Duvresne und Kurt. Da habe ich jetzt einfach mal entschieden, dass Bigalke auch mal wieder auf den Platz kommt. Der die dritte Liga so richtig aufgemischt hat. Ja, der mir auch richtig gut gefallen hat. Und schauen wir mal, ob er mir jetzt immer noch so gut gefällt in der zweiten Bundesliga. Egal, er bleibt am Ball. Wir bleiben am Ball. Bigalke steht komplett frei. Und hämmert den Ball da drüber. Ich war so konzentriert, dass ich den Ball irgendwie da reinkriege. In den 16er. So. Ja, hätte er klappen können. Und jetzt kommt noch der Wechsel. Justin Kluivert kommt rein für Fabian Ruiz. Ja, der hat nicht so eine gute Leistung gehabt, der Ruiz. Und jetzt kommt Kluivert die letzten 8 Minuten rein. Ja. Um zu schauen, ob der da hinten bei denen noch so ein bisschen Furore sorgen kann. Und Schmidt, was macht der denn da? Der trifft den Ball nicht richtig, so wie es aussieht. Meine Güte. Der macht doch ein Blinder rein. Oh, klasse Pass. Klasse Pass. Rummer rüber und da ist Dobby. Und Dobby Dubinski mit dem Bär. 4 zu 1. Das war ein richtig starker Ball gemacht. Starker Ball gespielt. Ja, richtig stark reingespielt. Da vorne in die Spitze auch. Auf Butian, der ist halt schnell. Und Dobby läuft erstmal eine halbe Stunde gegen den Keeper. Weil der Keeper es nicht anders verdient hat. 5. Saisontor von Dobby Dubinski. Ja. Wir können es nicht anders. Wir gewinnen mit 4 zu 1. Ja, mit 4 zu 1 gewinnen wir gegen den 6. Ja. Was ich nicht ganz verstehen kann. Gegen den letzten verlieren wir. Und gegen den 6. gewinnen wir mit 4 zu 1. Ja. Botja müsste ein Man of the Match geworden sein. Ja. Ist er auch. Ruiz eigentlich voll die gute Leistung, irgendwie so wie es aussieht, aber ich finde, fand ich jetzt nicht. Alle haben eine richtig gute Leistung, alle haben mindestens 7,3 gehabt, außer Kluivert halt, weil der viel zu spät reinkam. Ja. Ich fand es eine richtig gute Leistung von der Mannschaft her. Aber naja, wir werden jetzt das nächste Spiel auch nochmal simulieren. Ja. Ja. So wie es aussieht, oder? Was haben wir jetzt? Ja, danach können wir direkt Braunschweig, dann mal eine komplette Folge vielleicht mal machen, wenn ihr das haben wollt, ja. Eine komplette Folge Braunschweig. Vielleicht wird das ja was. Ja. Ich habe auch mal wieder Bock darauf, eine komplette Folge zu machen, nur mit Braunschweig, eine Folge Braunschweig. Ja. Und dann schauen wir weiter. Ja. Weil DFB-Pokal gegen Braunschweig, die sind bei uns jetzt, glaube ich, Erster oder Zweiter. Und da kann man schon mal sagen, wer ist jetzt Bayern? Also ich sage, okay, das mache ich safe. Ja, mache ich safe einzelne Partie. Weil in Bayern spielst du jetzt ja nicht oft. Ja. Wenn du in der zweiten Liga bist und gewinnst, tust du auch nochmal 2-0 gegen Würzburg. Dann ist es halt auch richtig gut. Ja. Und jetzt wird's schwer. Könnte man denken. Aber Braunschweig. Ja. Braunschweig. Sieht man nicht, gegen wen die davor gespielt haben? Oh, Dortmund ist Bayern ist schon draußen. Die Dortmund rausgeflogen. Dann hatten die davor Braunschweig, den Ingolstadt. Achso. Wow. Ich will mal ganz kurz in die zweite Liga schauen, die sind Zweiter. Ja, und wir sind 7. Ja.
da kann man schon mal gewinnen. Ja, finde ich jetzt. Kann man schon mal gewinnen, auch wenn es der zweite der ersten zweiten Bundesliga ist. Ja, sie können 4 Spieler verlieren. Ja, danke, ich weiß. Berardi müssen wir aufpassen, okay. Müssen wir aufpassen, aber naja. Jetzt war es das erstmal für diese Folge vom FIFA 18 Karrieremodus mit Spielvereinigung und Daring. Ich würde sagen, lasst eine positive Bewertung da. Klar, vergisst das Tore schießen. Keine Ahnung warum. Aber er ist ein linker Flügel und kein Stürmer. Also haut rein. Bis zum nächsten Mal und ciao.